Ja, moin meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zum YouTube-Channel des Sativa eSports Clan. Ich bin euer Terror-Typ und bin heute mal wieder der Commentary bei diesem Video. Yo, im Hintergrund seht ihr eine kleine Runde MLG, das war ein 4 gegen 4, also ein ganz normaler Scrim. Es war ein Best of 3, das ist die letzte Map jetzt. Die erste Map haben wir verloren gehabt und die zweite konnten wir für uns entscheiden. Und hier ist jetzt halt alles ums Spiel gegangen, also hier hat sich jetzt das ganze Spiel entschieden. Und wie ihr sehen könnt, haben wir erst richtig hart kassiert, 0-3. Hier ist jetzt meine erste richtig geile Aktion mit dem Ace, also das komplette Team ausgeschaltet. Und das war dann, habe ich mir gedacht, der Schlagpunkt, dass wir jetzt richtig durchstarten. Aber dann haben wir noch, haben sie ihre Führung noch auf 2-5 aufgebaut, Leute. Wir haben wirklich gespielt wie die letzten Idioten. Dann, als sie 5 Punkte haben, Alter, habe ich gesagt, Leute, jetzt kommen wir, jetzt die ficken wir jetzt. Comeback, Alter, es kann nicht sein, dass wir gegen die verlieren. Und dann, Leute, eine Runde nach der anderen gewonnen. 4 Runden instant gewonnen. Jede Runde wäre es die game entscheidende Runde eben gewesen, weil sie nur noch einen Punkt gebraucht haben. Und dann wäre eben auch die ganzen, der andere Sieg für die Cuts gewesen. Und deswegen, das wollten wir einfach nicht. Und da haben wir nochmal richtig aufgespielt und richtig mit den Köpfchen gespielt, Leute. Das seht ihr jetzt dann. Also jetzt schaut es dann erstmal noch so aus. Hier kriege ich jetzt nochmal ultra auf die Fresse von den zwei Homos da. Aber jetzt kriegen wir erstmal noch auf die Fresse. Aber dann geht's wirklich los, Leute. Und dann erlaube ich auch nicht mehr, weil dann tue ich einfach mal ein bisschen dramatische Musik rein. Und dann könnt ihr euch den Comeback reinziehen. Jetzt nochmal starke Aktion vom Lukas, der Afske. Oder It's Toasty jetzt, da hat er mit einem anderen Account gespielt. Sehr, sehr starker Spieler. Ist jetzt schon eine Zeit lang bei uns. Mit dem Spiel auch immer Dubs und so weiter und so fort. Wenn, ich sage jetzt wenn, weil, also er ist ein starker Spieler, ganz klar. Aber er hat die schlechteste EU-Leitung. Er hat die schlechteste Connection in ganz EU. Also jedes dritte Spiel Bombar. Also Lukas, Gruß an dich, Digga. Aber bald hat er auch besseres Internet. Dann kann er nochmal mehr zeigen, was er drauf hat. Hier starke Aktion von ihm eben. Und yo, jetzt steht es 2-3 und jetzt verlieren wir nochmal 2 Runden hintereinander und dann geht's wirklich rund, Leute. Wie gesagt, dann kommt das Comeback und gönnt es euch einfach und schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt könnt ihr auch mal sehen, weil ich habe das letzte Mal auch eine Membersuche veranstaltet. Hier könnt ihr jetzt auch eben mal sehen, dass wir MLG spielen. Also es war keine Rangliste, wie schon gesagt, es war ein MLG-Match, ein Scrim. Und dass wir wirklich sehr viel Talent da haben, bloß wir brauchen auch noch ein paar, die wo das Talent mit ausschöpfen können. Auf jeden Fall, also wir suchen auf jeden Fall noch sehr erfahrene Kommspieler. Hier ist ein riesiger Fail von mir, schaut sich, oh Gott, da kann ich gar nicht hin schon, Leute. Oh, da gibt's gleich eine Watschen, Alter. Ah, oh, es hat ganz schön wehgetan. Nee, Spaß, Leute. Auf jeden Fall, hier nochmal starke Aktion von Black Haze. Er ist jetzt auch eine Zeit lang im Clan. Willkommen nochmal, Digga. Guter Spieler auch. Hier ein Two-Piece, hat er 2 weggeholt, sehr nice. Ja, und der andere Spieler, wo noch dabei war, war der Jan, der Bla 125 oder 123, keine Ahnung, Digga, sorry. Die machen sich jetzt demnächst auch noch Clan-Accounts, dann seht ihr auch, dass sie eben im Clan sind und so weiter und so fort. Also von den zwei Jungs wird auch noch mehr kommen, Leute. Yo, jetzt würde ich sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr viel. Lasst euch jetzt einfach das Comeback genießen. Wir kriegen jetzt noch eine Runde an, auf die Fresse und dann geht's los, Leute. Genau, was ich noch sagen wollte. Nochmal Props an die Gegner. Es waren wirklich gute, aber auch faire Gegner. Weil meistens heutzutage in der MLG ist ja so, dass die guten Spieler, die wo an der Top stehen, also an der Spitze vom Ranking her, dass die einfach, wenn sie mal gegen, keine Ahnung, irgendwelche schlechteren Spieler verlieren oder einfach, naja, was heißt schlechtere Spieler, gegen unbekanntere Spieler verlieren und so weiter und so fort. Das packt ihr Ego dann nicht und dann gibt's ein Dispute. Ich hatte heute schon wieder zwei Fälle, wo wir Dubs gespielt haben und wirklich, Leute, das fuckt einfach nur ab. Da appelliere ich bitte an jeden, spielt's fair. Auch wenn jetzt mal ein Gegner irgendwie 5 Minuten zu spät kommt, schreibt sich direkt, ey, wir haben gewonnen, ihr seid zu spät, sondern ey, was ist los, sollen wir canceln und so weiter und so fort. Ihr braucht sich immer die Wichser rauslassen, auf keinen Fall, Leute. Das war jetzt noch mein Ding an die Community, an die MLG-Community, vor allem an die Deutschen, Leute, vor allem an die Deutschen. Aber jetzt rede ich nicht mehr viel, weil jetzt kommt's Comeback, jetzt kommt geile Musik, bisschen dramatisch, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß und haut rein, Leute. Peace out. Ciao. Switching sides. Search and destroy. Destroy the objective.
get ready for the next battle. Switching sides. Search and destroy. Defend the objective. Get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. Overtime. Search and destroy.